Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Market Watch auf diesem Kanal. Wir haben Genesis Impact Presale fertig vorbereitet und das ist alles versandfertig, geht morgen für euch raus. Ich wollte euch aber auch wie beim letzten schon zeigen, was da alles so rausging zu dem Set. Und da sehen wir als erstes eine Magic-Karte. Ja, jemand hat Gaim gekauft, also Genesis Impact mit einer Magic-Karte. Warum nicht? Kann man machen. Und dann fangen wir an. Die Sachen, die dazu gekauft wurden, noch nicht auf dem Set aufmerksam waren hier, die oder auffällig waren die ganzen Heralds. Hier auch noch Orangene, die wurden mitgekauft. Braucht man in dem Dytron-Deck wahrscheinlich. Ansonsten so ein bisschen Kleinkram drumherum war. Die Baubisto, die braucht man in dem Deck. Warum jemand noch 10 Magic Cylinder in dem Presale-Order haben wollte. Die Cyber Angel Natasha, das ging auch weg. Benton hat ja auch einen Reprint in dem neuen Produkt. Sonst sehe ich hier nichts, was ich unbedingt nennen müsste. Ja, also es ist wie immer Vollsortimentler. Wir haben da Glück, dass da vieles weggeht, wovon man gar nicht ausgeht, dass das irgendwie gekauft werden könnte für ein neues Produkt. Und so haben wir noch ein paar Euros extra geholt, weil ansonsten das Produkt halt, naja, es ist, glaube ich, kein schönes Weihnachtsprodukt für die Händler. Und für die Spieler wird sich zeigen, ob die Decks irgendwas machen oder nicht. Hier hat noch einer neuen Polis aus dem neuen Speedway-Produkt mit dazu gekauft. Und dann geht's los mit den Ultras aus Genesis Impact. Zur Ruhr haben wir einmal die Reliona. Es wurde öfters gekauft von den Magistos. Und ihr seht, es sind insgesamt gerade mal 3 Magistos-Bestellungen, also nicht viel. 5 Vorverkauf. Dann von den Triton Firma die Nova ging raus, also in 4 verschiedene Bestellungen. Das hat uns dann geärgert, dass wir die dann teilweise für 6-7 Euro anbieten mussten, weil, naja, braucht man halt in dem Deck und ist anscheinend Shortprint. Also wir haben echt nicht viele gezogen. So viele, dass wir gerade noch alle beliefern können. Ein paar Reservierungen haben wir angeschrieben, ob die wirklich die Karten brauchen oder ob wir stornieren können. Leider, aber ich habe jetzt auch nur knappe 60 Displays davon aufgemacht, weil das Produkt halt nicht mehr hergibt. Also vielleicht später irgendwann, nur das Problem, man muss es halt jetzt bezahlen, ne? Und wie viel will man denn noch einlagern? Schöner Reprint, die Incantation Shelletman, der Cage-Schleim, gab es vorher nur in Sast. Da wurden unsere Bestände auch immer weniger. Und jetzt in Superrare als Highrare, aber trotzdem bezahlbar. Günstiger als die Rare. Gerade, ja, ganz gut. Magistus Invocation, da hatte ich vorhin gedacht, wow, Invocation als Rare? Also die von den Invoked, aber nein, es ist eine andere. Ja, ganz viel Triton-Zeug rausgegangen. Spreche ich das überhaupt richtig aus? Ich weiß es gar nicht. Triton? Trithron? Dytron, irgendwie so. Ja, hier ein paar Benton sind rausgegangen, weil wir sie halt im Presale, ihr seht es an den Preisen, günstiger angeboten haben als die LED4 Kamen-Variante. Und dann die besten Reprints sind, glaube ich, Nightmare Unicorn und Phoenix. Die sind öfters rausgegangen, wahrscheinlich viel zu günstig. Ich denke mal, wie der Gamma aus Toon Chaos werden die 2 Karten auch demnächst für 1 Euro, 1,50, vielleicht bald auch 2 Euro wieder rausgehen. Also haben wir jetzt schon ein paar verkauft. Einer hat sich sogar 18 gegönnt für je 40 Cent. Ist ein bisschen günstig, aber man wollte ja konkurrenzfähig sein, ne? Genau, die Performable Damage Juggler und der Headtrigger ist auch dabei, haben hier einen Reprint bekommen und die Invoke, die in Plar, glaube ich, nicht dabei waren, sind hier auch endlich als Reprint drin. Dann hat noch jemand, weil er lustig ist, eine englische Dwarf dazu bestellt, ein paar Höhlen ging raus und noch die Dual Devastator Ash Blossom Field Center Card. So, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Es waren halt insgesamt nur 600 Karten oder so, ja, nicht immer. Also kein großer Vorverkauf, obwohl wir eine Woche Zeit hatten und ich jeden Tag 2-3 Mal die Preise und Mengen angepasst habe. Nun gut, das war's mit 2020 mit den Produkten. LED7 Reprint kam heute parallel auch noch dazu ins Haus. Werden wir hauptsächlich OVP anbieten. Eigentlich wollte ich das Produkt stornieren, habe aber es irgendwie nicht hinbekommen. Ja, also gönnt euch LED7 Displays englischer an First, wenn ihr Bock habt. Sind gelistet auf Market. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Morgen kommt das Opening zu Genesis Impact. Und am Freitag das Let's Play gegen Wu. Zodiac gegen Phantom Knights. Das haben sich einige gewünscht. Also haben wir einen Plan. Wochenvlog läuft auch. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Euer Jens.